Hallo, da ist er wieder. Kalle kocht mit einer klaren Brühe. Klare Sache, es könnte eine Kraftbrühe sein. Vielleicht sogar eine doppelte Kraftbrühe. Ihr fragt euch, was redet der Mann? Zu Recht, ich zeige euch große Kochkunst. An dieser Stelle schöne Grüße an Steppi B. Du siehst, Steppi, versprochen ist versprochen und nun ist es soweit. Heute wollen wir Brühe klären und du bist die Erste, die es erfährt. Also, was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal eine Brühe. Hier haben wir also unsere Brühe von den Rinderknochen gekocht, vom Vortage. Die habe ich durch ein Tuch passiert und kalt gestellt. Obendrauf setzt sich dann hier dieses Fett ab. Das ist auch ganz gut so. Schaut mal, das ist ganz fest und darunter kann man schon erkennen, da ist eine wunderbare Brühe. Und was ich jetzt sofort sehe, sie wabbelt so schön, ne? Sie ist geliert. Das ist ein gutes Zeichen, da steckt Kraft drin. Wenn eine Brühe am nächsten Tag immer noch flüssig ist, obwohl sie kalt ist, habt ihr irgendetwas falsch gemacht. Dann haben wir noch so ein schönes Gemüsebund, ne? Ein bisschen Sellerie, Karotte, Lauch, ein bisschen Kräuter. Und was ich für unverzichtbar halte beim Brüheklären, ist eine schöne Beinscheibe, vom Rind natürlich. Warum ausgerechnet die Beinscheibe? A, sie hat relativ wenig Fett und zweitens steckt sie voller Eiweiß, und zwar das Kollagen. Und dieses Eiweiß in diesem Fleisch, das sorgt nachher dafür, dass die Brühe noch klarer wird und vor allen Dingen, sie kriegt noch mehr Geschmack. Die Beinscheibe wird fein gewürfelt. Dabei werdet ihr schon merken, das ist richtig festes Fleisch, in solche kleinen Stücke. Das reicht schon vollkommen. So, unsere 10 Eier, die wir für diesen großen Topf Brühe brauchen, die trenne ich jetzt vom Eiweiß. Das Eigelb, das benutze ich für meine nächste Sauce Hollandaise oder zum Kuchenbacken, wozu auch immer. Und das Eiklar, das kommt jetzt gleich in unsere Brühe. Den Lauch schneiden wir in möglichst kleine Stücke. Mehr muss man damit nicht machen. Einfach nur klein schneiden. Auf unser fein gewürfeltes Rindfleisch auf die Beinscheibe und dem Lauch raspeln wir jetzt noch Sellerie. Natürlich kann man den auch mit dem Messer ganz, ganz klein schneiden, aber mit so einer einfachen Küchenraspel von Großmutter geht das eigentlich am allerbesten. Warum machen wir das? Wir machen das ganze Gemüse einfach nur kaputt, um die Oberfläche zu vergrößern. So, da haben wir jetzt die zerriebene Karotte, darunter der geschnittene Lauch und das helle, da dieses hier, das ist die Sellerieknolle. Und darunter haben wir unser Fleisch in feine Würfel geschnitten. Das Ganze wird jetzt ein bisschen verrührt. Frische Kräuter drauf. Und jetzt kommt unser Eiklar ins Spiel. Dieses Eiklar geben wir jetzt auf die Gemüse-Fleischmischung. Die Brühe muss kalt sein, weil wenn sie jetzt schon kochen würde, dann würde das Eiweiß, was wir jetzt hier reingegeben haben, also das Eiklar, sofort stocken und das soll es nicht. So, da kommt unser ganzes Gemüse jetzt hinein. Wir wollen aus einer guten Brühe etwas ganz Besonderes machen. Und zwar kriegen wir dann noch mal mehr Geschmack hinein durch das Fleisch, durch das Gemüse. Und was uns nicht passieren darf, ist, dass die gute Brühe dabei trübe wird. Und dabei wiederum hilft uns das Eiklar. Das Eiklar soll uns alle Stoffe in der Brühe binden und dann kommt das Ganze nachher nach oben hoch, es steigt nach oben, das zeige ich euch gleich, und bildet dort einen festen Kuchen, den man später abnehmen kann und durch ein Tuch passieren kann. Was ihr in jedem Fall haben solltet, irgendein Kochgeschirr, ein Gerät, was unten einen geraden Boden hat. Und der Topf sollte auch eine ebene Fläche unten haben, damit wir jetzt, wenn es anfängt zu kochen, ganz langsam am Topfboden immer so ein bisschen diesen Spatel bewegen können, weil dieses gemeine Eiklar, was da jetzt drin ist, das hat eine fiese Angewohnheit. Es sackt nämlich ganz langsam am Topfboden runter. Daher unser Spatel immer am Topfboden ein bisschen hin und her bewegen, damit es bloß nicht dort unten kleben und dann später anbrennen wird. Wie ihr seht, fängt die Brühe ganz leicht ein bisschen an zu dampfen. Und ich bin immer noch ständig dabei, unten den Topfboden davor zu bewahren, dass es dort anbrennt. Und gleichzeitig erkennen wir jetzt schon, dass hier oben drauf hier so ein bisschen Schaum entsteht. Das ist schon mal das Erste, was an Eiweiß stockt und austritt. Und gleichzeitig wird diese schöne Brühe
ein bisschen trübe. Sie ist nicht mehr so klar wie zum Anfang. Die wird so richtig milchig. Bitte nicht erschrecken. Das ist ein völlig normaler Vorgang, denn irgendwo muss dieses Eiweiß ja hin. Und kurzfristig wird diese Brühe jetzt trübe werden. Also, wir sehen jetzt ganz deutlich, da kommt jetzt so richtig Bewegung hinein. Ich schiebe das nochmal ein bisschen zur Seite und ihr seht, dass diese Brühe immer trüber wird. Noch wenige Minuten und dann kommen wir zu einer ganz entscheidenden Phase. Die Brühe ist jetzt wirklich ganz kurz vorm Aufwallen und wenn ich das jetzt hier so in die Mitte zusammenziehe, dann seht ihr, dass da immer mehr Eiweiß ausgeflockt nach oben hochkommt, steigt von unten nach oben. Und das ist die gute Nachricht. Ihr braucht am Topfboden jetzt nicht mehr viel machen, weil die Hitze ist jetzt in dem Topf schon so hoch, kann nicht mehr am Topfboden anbrennen. Wir ziehen das in die Mitte, lassen die ganze Brühe leicht wallend jetzt ein bisschen vor sich hin köcheln und das sollte wenigstens eine Stunde lang passieren, damit die ganze Kraft aus dem Fleisch, aus dem Gemüse und von den Kräutern in die Brühe wandern kann. Unsere Brühe hat jetzt anderthalb Stunden gekocht und wenn Carmen mal eben kurz hineinfilmt, man sieht auch deutlich, wie das Gemüse jetzt an Farbe verloren hat. Es ist jetzt gar und ausgekocht, es hat seine gute Schuldigkeit getan. Und man sieht auch, dass dieser sogenannte Klärkuchen richtig schön fest geworden ist. Ist eine Einheit. Was wir jetzt machen, jetzt wollen wir das passieren, das geht am besten. Ich habe jetzt irgend so einen Topf, ne, was ihr da wollt. Ich habe ein Sieb und da lege ich jetzt einfach ein sauberes Küchentuch rein. Und jetzt wird die Suppe passiert. Dabei ist eines wichtig, ihr dürft jetzt nicht so viel rühren. Was ich gerne mache, ich nehme jetzt mit dieser großen Lochkelle vorsichtig diesen Kläransatz wieder heraus und lege ihn erst einmal ins Tuch hinein. Was jetzt auch noch gut kommt, ist in dieses Tuch ein paar frische Kräuter mit hineinzulegen. Dann kriegt die Brühe im letzten Moment noch frisches Aroma. Und jetzt mit meiner kleinen Kelle, ne, holen wir jetzt die restliche Brühe hinaus. Und wenn Carmen da mal hineinfilmt, dann sieht man schon, wie golden sie ist. Und alles, was da jetzt noch so rumschwebt, das fängt jetzt unser Tuch auf. Alles durchs Tuch. Und wenn er mit der Kelle nicht mehr so recht vorankommt, dann nimmt er jetzt den Topf und der wird jetzt hier langsam durchs Tuch passiert. Wenn die Brühe durch das Sieb, durch das Tuch läuft und der Topf ist voll, irgendwann läuft es halt nicht mehr, weil das Sieb ja in der Flüssigkeit steht. Kleiner Trick, nimm zwei Holzlöffel oder Plastiklöffel, gerade was ihr da habt, die legen wir jetzt hier einfach so drüber und stellen das Sieb oben drauf. Und wenn Carmen da jetzt mal so reinfilmt, dann sieht man, wie schön es dort tropft. Carmen, hast du so ein Bild, wie schön klar sie geworden ist und wie golden. Diese Brühe hat von mir jetzt kein Salz, kein Pfeffer, kein Muskatnuss bekommen, weil ihr erinnert euch, die Brühe vorher war ja schon verkaufsfertig. Das heißt, wir haben eine fertige Brühe jetzt nur noch verfeinert, noch kräftiger gemacht. Deswegen mit Salz braucht ihr da eigentlich gar nichts mehr machen. Jetzt ist die Frage, wie probiert man sowas am besten? Wenn ich da jetzt mit dem Mund rangehen würde, wäre es ein Löffel, würde ich mir schön die Schnute verbrennen. Deswegen noch ein kleiner Profi-Tipp von mir. Nehmt euch eine Untertasse oder einen kleinen Teller, was immer ihr habt, und dann gießt ihr nur ein bisschen Brühe drauf. Nur so ein ganz klein bisschen, Carmen, hier, schau mal. Nur so eine kleine Pfütze. Und was passiert jetzt? Durch das kalte Porzellan wird diese Brühe sofort kalt und ihr könnt sie wunderbar probieren. Probiert es aus. Das ist schon eine Stufe höher. Also das geht so Richtung feine Küche. Tut nicht Not, ist aber geil, wenn man es kann. Ich hoffe, dass alle die, die das jetzt gesehen haben, die sich dafür interessieren, damit zufrieden sind. Weitere Rezepte werden oben eingeblendet. Und Carmen und ich, wir sagen Tschüss, wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao.